Guten Morgen, Leute. Boah, ich bin wach. Und ich nehme euch heute mit zu einem neuen Video, und zwar What I Eat in a Day. Das hat die Ilia auch schon mal gemacht und heute mache ich's. Und ich freue mich einfach schon ur, weil ich euch einfach mal alles zeigen kann, was ich am Tag esse. genau. Boah. Es schneit, Leute, es schneit. Ich muss euch das zeigen. Schaut mal, es schneit, es schneit, es schneit. So. Ich habe mir einen Pulli angezogen und ich mache jetzt mein Bett und dann gehe ich. Ich habe mir jetzt einen Pulli angezogen und mache mein Bett jetzt und dann gehe ich unten und mache mir was zum Essen. So Leute, ich werde mir jetzt einen Toast machen mit Avocado drauf und dann ein Spiegelei drauf. Das wird sicher sehr gut schmecken. Ich werde jetzt gleich schon mal die Butter in die Pfanne geben. Ja. Und das erst das Letzte. So, dann lege ich es da schon drauf. Ja. Nein! Avocado. Ich lege jetzt die Pfanne auf. Da, der ist schon ein Toast. Mit Butter. Aria möchte natürlich auch einen Avocado-Toast. Magst du auch Avocado drauf? Ja. Ja, warte. Komm her. Und auch Butter. Butter mit Avocado? Ja. Okay. Magst du wirklich? Aber den habe ich in Butter eingeröstet, verstehst du? Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Lecker. So, das gebe ich gleich ins Waschbecken. So, jetzt kommt noch Salz drauf. Und Sesam. Mein wunderschönes Spiegelei. Das ist echt gut. Hast du dir aber fein gemacht? Mhm. Was hast du denn da gemacht? Ich habe einen Toast in Butter eingeröstet und habe ich Avocado drauf gegeben. Oder so zermatscht, damit es sehr schön aussieht. Und dann habe ich ein Spiegelei gemacht, was mir nicht so gut gelungen ist. Oh, das ist sehr, ja, groß. Das sieht gut aus. Und dann habe ich Sesam und Salz drauf gegeben. Sehr lecker. Ich glaube, ich mache einfach auch sowas. Ja. Das wird immer lauter, ey. Aber du weißt, Aria, wir müssen bald fahren, gell? Ja, ich beeil mich. So Leute, ich war jetzt gerade im Ballett und wir machen uns jetzt einen Bubble Tea selber. Mein Papa war nämlich gerade in Japan und hat uns einen Bubble Tea mitgebracht. Der ist so gut, ich habe ihn einmal schon verwendet, wie man hier sehen kann. Und den muss man aber ziemlich schnell aufbrauchen, deswegen machen wir jetzt noch einen. Und ich habe richtig Guste gerade auf einen. Deswegen zeige ich euch jetzt, wie das geht und was wir alles dafür brauchen. Also wir brauchen einen Herd, einen Topf und sehr viel Wasser.
für sowas klein, das finde ich ein bisschen arg, für sowas, für so viel, brauchen wir 10 Tassen Wasser. So, jetzt gebe ich die. Boah, das riecht so geil. Jetzt gebe ich die Tapioca-Perlen in das Glas. Mal hoffen, dass das alles da rein passt. Perfekt. Leer ist das gute Stück. Ja, ich schmeiß es weg. So, und jetzt müssen wir warten, bis das kocht. Das schalten wir jetzt erstmal an. So. Machen wir mal so auf 8. Und jetzt warten wir. Wir bereiten schon mal einen Kochlöffel vor. So, wir nehmen jetzt den hier, weil wir müssen das dann umrühren. Ich habe die Packung schon weggeschmissen. Den brauchen wir noch. Okay, das steht alles auf Japanisch und Chinesisch. Das kann ich einfach nicht lesen. Xing Shao Bian. Ach, ich kann es nicht. Okay, ich habe hier nämlich eine coole App. Da mache ich jetzt einfach so ein Foto. So, dann fotografiere ich das einfach und dann wird mir das in Deutsch übersetzt. Und dann kann ich da draufklicken und dann wird mir das so angezeigt. Genau, wir sind aber jetzt gerade schon hier. So. Bei mittlerer Hitze, 2 bis 3 Minuten kochen. Okay. So, kochen tut sie nicht, aber gleich. Das sind schon Blubberbläschen. So, schauen wir nochmal. Ja, das passt. Gut, dann schütte ich sie jetzt ganz vorsichtig rein. So, umrühren, umrühren. Und dann schwimmen sie eh schon auf. So. Warum schwimmen die nicht rauf? Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Nein, das geht schon. Ja, schau jetzt. Jetzt sind sie schon oben. Schauen aus wie Heidelbeeren und so Kokos-Schokoladenflakes irgendwie. So, jetzt machen wir den Deckel drauf und lassen das einfach 2 bis 3 Minuten köcheln. Hier für den Tee habe ich jetzt einen Earl Grey. So rum. Und den mache ich jetzt. Weil am besten ist es für die für Bubble Tea Schwarztee oder halt einen Milchtee. Aber ich glaube, das ist eh dasselbe. Egal, mich fragt auf jeden Fall nicht, wenn ihr einen guten Tee braucht. Auf jeden Fall kommt viel Milch rein. So, ich habe jetzt einen kleineren Topf mit kaltem Wasser, weil die Tapioca-Perlen müssen jetzt auskühlen. Und wir brauchen so ein Netz, so ein Sieb. Und da kommen dann die Tapioca-Perlen rein. Den Tee lassen wir jetzt ziehen und dabei machen wir den Geschmack von den Tapioca-Perlen ein bisschen besser. Und ich habe hier einen Waldhonig und den geben wir jetzt einfach drüber. Oh, das geht gar nicht so schön. So. Und braunen Zucker. Ich habe hier jetzt eine Milch. Einen Becher mit den Tapioca-Perlen drinnen, einen Löffel und einen Strohhalm für die Tapioca-Perlen. Er ist extra dafür da. Ja, hier sind die Tapioca-Perlen. Und wir werden jetzt die Milch in den Tee mal einfüllen. Boah, das sieht ja cool aus. Sieht jetzt gleich noch cooler aus. Wow. So.
umrühren. So. Und jetzt geben wir das Ganze schon in den Becher rein. So. Boah, das riecht echt gut. Jetzt machen wir noch den Strohhalm auf. Schau mal, wie groß der ist. Extra für solche Tapioca-Bären. So, und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Die sind ja gut. Boah. Die sind so gut. So, und den nehme ich mir jetzt mit. So Leute, weiter geht mein Tag. Ich bin hier gerade mit der Ilia am Weg. Hallo! Für einen Ankündigungsdreh. Also seid gespannt. Und wir haben hier auch unseren Japan Bubble Tea. Wie schmeckt der dir? Ja, habe ich mir auch noch schön gemacht und ich finde den richtig, richtig lecker. Vor allem, er passt gut zu heute. Mm. Weil wir haben unseren ersten Schnee heute bekommen. Ich bin aufgewacht und der Thamos kommt in mein Zimmer. Ilia, es schneit, es schneit! Und deswegen war es jetzt richtig gut, weil in Shanghai damals waren wir auch, das ist zwar China, aber egal, waren wir auch zu Weihnachten dort und da hat es auch geschneit und da haben wir das auch getrunken. Und das passt jetzt so gut. Schmeckt echt gut. Unsere Fahrt führt mal wieder ins Westfield Donut Zentrum, wo wir für Mitte Dezember einen Aufsager machen in einem Kinosaal. Dort wird nämlich unsere Nacht in der Mall gezeigt. Ihr habt noch eine letzte Chance, uns zu treffen vor Weihnachten. Und zwar im Westfield Donut Zentrum wird es in Cineplex eine mega coole Kinovorstellung geben mit unseren beiden Teilen A Night at the Mall. Wir möchten hier gemeinsam mit euch hier sitzen und lachen über die Videos. Ah, und da hängt ja sogar noch unser Geist. Night at the Mall. Ihr glaubt es nicht, aber ich bin schon wieder hungrig. Und hier riecht es überall so gut. Ilia führt mich zu einem Bowl-Laden, den ich noch nicht kenne. Aber Bowls liebe ich. Was nimmst du? Ich mache mir wahrscheinlich eine Bowl zum selber machen. Und du? Ich auch. Also ich gebe da meistens immer rein Reis und Edamame. Vielleicht maybe Gurke, Avocado auch. Mozzarella gibt es auch. Es gibt jede Menge. Okay, bestellen wir mal. Ich hätte gern eine Bowl zum selber machen, bitte. Ja, voll. Aber schau mal, das ist meine Bowl. Davon kannst du dich jetzt inspirieren lassen. Der was Koch ist das da? Hat mich ein bisschen, das ist Koriander. Da habe ich ein bisschen so beraten. Okay, jetzt kannst du schon mal deine eigene nehmen. Ja, okay. Hallo, bitte nochmal eine Magic Bowl. Nochmal, ja. Und sie macht sich aber selber eigentlich. Ja. Bitte einmal. Ich nehme normalen Reis, bitte. Normalen Reis? Ja. Okay, bitte einmal Gurken. Gurke? Gurke, ja. Avocado. Hummus. Hummus? Ja. Was ist das Rote? Das ja? Paprika. Dann Paprika, bitte. Okay. Okay. Mahlzeit. Danke. Was machst du mit Gabel oder mit Löffel? Mit Löffel, bitte. Was hast du dir genommen? Ich habe mir ganz normal Reis, Hummus, dann dieses eine. Was ist das? Ist das ist Chili? So, nein, nicht Chili, Chicken. Chicken, oh, Chicken ja. Curry. Dann Paprika, Gurken und Avocado. Sehr lecker. Dann haben wir fast gleich. Ich muss natürlich Paprika und was. So. Aber ich würde sagen, du sitzt da im größeren Stuhl. Ja. So. Boah, die sehen lecker aus. Die schauen richtig lecker aus. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie es schmeckt.
weil ich habe heute mal eine komplett andere Bowl genommen. Die sehen echt lecker aus. Ja, ich freue mich. Ich esse immer woanders noch Bowls, eben wie in meinem Video, wo der Eat in a Day schon gesehen, aber ich bin eher so der Hono-Typ und das ist eben mit eher so Sushi-Zutaten, aber das sind ja so normale Zutaten und ich finde, das ist ein richtig guter Kontrast. Ja, aber jetzt esse ich. Ich auch. Ja. Ich habe ein Bären. Bären. Was hast du für eine Soße genommen? Eine Chicken-Curry-Soße. Mhm. Ich habe eine vegetarische. Mhm. Ich will mal nur mit der Gabel ein bisschen deine probieren. Auch sehr gut. Magst du meine probieren? Mhm. Ui, das ist scharf. Ui, ui, ui. Meine? Ich weiß es gerade nicht. Aber eine von unseren beiden Soßen. Meine. Deine ist die scharfe. Das sind meine Füße. Ratet mal, wer jetzt schon wieder nicht aufgegessen hat. Ich. Aber wir durften es uns mitnehmen. Urlieb. Ich habe aufgegessen. Super, Arvin. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, ich weiß. Normalerweise ist es, haben wir irgendwie Rollen getauscht. Normalerweise ist die Arvin diejenige, die alles mitnehmen muss und diesmal bin ich diejenige. Aber die war schon sehr sättigend. Das kann ich verstehen. Ist total sättigend. Aber ich habe es geschafft, weil ich wahrscheinlich sehr viel Hunger hatte. Super. So, weil wir immer gerne Süßigkeiten haben und besonders asiatische, haben wir jetzt hier auch noch so einen kleinen asiatischen Shop, Süßigkeiten-Shop entdeckt und da gehen wir jetzt rein. Ich bin echt gespannt, was da alles so gibt. Wenn sie nun Eis finden. Wir wollten welche finden, die schon verwacht sind. Oh, schau mal, wie viel Sriracha. Sriracha. Oh, das sind doch die, die Mama diese Knoblauchdinger reingibt, oder? Ja, aber das ist alles gut geschmeckt. Wollen wir noch ein bisschen durchschauen? Ja. Ich würde aber gerne Matcha mitnehmen. Welches wollen wir haben? Wollen wir dieses in der Packung? Das in der Packung sieht schon oder cooler das da aus. Das da, glaube ich, ist besser. Und das ist auch nicht so teuer wie das da. So, jetzt sind wir hier endlich bei den Süßigkeiten angelangt. Moin, die sind ja süß. Die sind ja immer so süß verpackt. Immer so Tierchen drauf. Nein, das ist ja mal süß. Da ist eine Kuh drauf. Mir kommt das alles so bekannt vor, weil ich habe das Gefühl, dass ich das alles hier schon mal in Shanghai... Ich muss die Ilia holen. Oh, wie cool. Ich muss die Ilia holen. Ilia! Ilia, komm schnell! 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 Komm mit, komm mit, komm mit. Ich muss dir was zeigen. Schau mal. Oh mein Gott. Die, da willst du mitnehmen? Die waren die sind auf cool. TikTok. Aber schau mal, das da ist mit das. Ja, die da sind die. Die willst du mitnehmen? Ja. Aber ich will schon probieren. Du kannst das mitnehmen. Schau mal, das sind Litschis. Litschis. Litschis? Ja, Litschis. Ja, Litschis. 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 So viele Arten von Matschis. Kakao-Matschis. Die sehen lustig aus. Das sind Kakao-Matschis. Mango-Flavor. Aber das ist ein Aufgabe. Ich habe so ganz viele Minis. Ja, aber ich glaube, die sind nicht so das, was ich will. Ich glaube, ich habe davor diese eine Packung, die war schon wieder. Das. Ja, aber es gibt ja auch noch die, wo die richtig so. Verstehst du, was ich meine? So. Auch die Form davon haben. Nein! Nein, ist denn das Bubbles? Nein, das sind keine. Das sah gerade Uso aus. Ich sag dir, hier gibt es irgendwo Bubble Tea. So zum Trinken. Sehr unlustig. Schau mal, das ist das mit dieser Perle. Oh, die sind voll cool. Luna. Sailor Moon.
Oder ist das Sailor Moon? Nein, das ist Sailor Moon. Das bist aber du. Das ist Sailor Moon. Oh, süß. Das musst du nehmen. Schau mal. Das ist das mit dieser Perle. Das sollen wir unbedingt ausprobieren, hat eine Freundin von mir gesagt. Da gibt es aber auch schon blau. Ich will das mit der Perle haben, weil das sind die alle sind mit der Perle da. Mit der pinken will ich. Nehmen wir das blaue. Das blaue. Dann nehme ich das blaue. Probieren wir das. So, Ede, wollen wir uns Smudges nehmen? Wollen wir Eismudges oder normale? Das ist mir egal. Mir auch. Gib sie einfach deinen Korb hinein, wie die du willst. Okay. Okay, dann nehmen wir uns. Wo stehen wir da? Nehmen wir uns die normalen mit. Von jedem so paar. Da ist da. Ich glaube, das ist Matcha. Oder Green Tea? So. Und da sind noch zwei. So. Hast du überhaupt Fragen? Ja. Super. Was haben wir denn? Ultimativen Sack mit den asiatischen Sachen. Das ist so schwer. Ich glaube, das wird wieder weiß gleich. So Leute, ich bin hier gerade am Arbeiten für eine Präsentation für Geschichte und zwar mache ich gerade Cleopatra, so heiße ich. Ich mache mal Cleopatra, keine Ahnung warum. Egal, auf jeden Fall arbeite ich gerade daran und ich habe mir jetzt so ein paar Snacks geholt für mein Abendessen. Ich esse eigentlich nie so viel, ich hole mir einfach immer etwas Obst. Ich habe hier eine Orange immer aufgeschnitten, dann habe ich hier eben vom Asiaten Shop solche Snacks, so wie heißt das? Es ist auf jeden Fall was mit Wasabi und dann habe ich hier noch was kleines Süßes und zwar diese Puddings, diese ja Schwabbeldinger und dann habe ich mir hier einfach noch ein Wasser geholt. Ich liebe Wasser. Genau, ich esse das jetzt, währenddessen ich arbeite. Ich schneide mir die Orangen immer so wie Äpfel auf, also so in Scheiben. Und ganz wichtig ist bei den Orangenessen eine Serviette, weil die Hände kleben dann immer so arg. Und besonders, wenn man dann arbeitet am Laptop, ist die ganze Tastatur voller Orangensirup. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe Urbock jetzt diese Fidschis da, nicht Fidschis, diese Puddings da zu essen. Sind die auch nochmal eingepackt, ey? Nein, das sind Mini-Löffel! Ah, moin, die sind ja süß! Oh, wie viele! Die Löffel sind super hartes Plastik, kann man abwaschen. Und dann kann man sie wieder verwenden. Also urpraktisch eigentlich. So, ich möchte das jetzt probieren. Oh mein Gott. Okay, riechen tut's nach Erdbeere. Okay, und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Also die Konsistenz, es ist echt so, also es sieht, ist echt schwabbelig. Es ist wirklich schwabbelig. Hat man dafür einen anderen Namen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber es ist lustig. Es ist lustig. Da ist was Hartes drin. Aha, ist das so eine Füllung? Schau, seht ihr das? Das ist. Was ist das?
Das ist so wie Bubble Tea, es ist so Boba Perlen. Das ist ja lustig. Aber schmeckt gut. Ja, das ist echt lecker. So, und ich bin ein Fan von salzig und süß gemeinsam. Also jetzt nicht so gleichzeitig essen, aber so, wenn man das so hintereinander isst, finde ich es eigentlich sehr lecker. Und wir haben ja auch das im asiatischen Shop gekauft. Und ich finde das so lustig. Mich erinnert das so an so Sushi-Rollen, so ohne Reis. Und diese Algen sind wirklich Algen. Das ist unlustig. Und wir tasten das jetzt, also kosten das jetzt. Mmh, das schmeckt wie Sushi. Das schmeckt wie Knusper-Sushi. So, und Leute, das ist das, was ich am Abend zu esse. Ich esse nicht zu viel, weil sonst kann ich nicht so gut schlafen. Aber ich esse jetzt auf jeden Fall die Orangen und die kleinen Chips, sage ich jetzt mal, auf. Mache meine Schulsachen fertig und dann gehe ich auch schon schlafen. Ciao! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis nächste Woche.